zweiter Tag. Ich dokumentiere auf diesem Band meinen ersten... Oh, scheiße. Das muss ich morgen nochmal aufnehmen. Ja, also mein Weg am ersten Tag. Also, aufgrund einer Fehlfunktion, die nicht meine Schuld war, muss ich das VF22-Abhörgerät manuell justieren. Messungen präzisieren. Wenn meine Theorie korrekt ist, und das glaube ich, werde ich Raum und Zeit durchqueren können, um mit der Zukunft zu sprechen. So, der Plan. Antenne P in Zone 2. Gegen Mittag plane ich bei Antenne R in Zone 1 anzukommen. Dann nachmittags entlang der Kammlinie zu Antenne J in Zone 2 und schließlich... Übertragungsprotokoll. Ha, Igor hat da irgendwas mit den Antennen gefunden. Aber was? Sie hören mir einfach nicht zu. Ihre infantile Neugier verfälscht garantiert doch meine Ergebnisse. Igor, verschaff dir mal Respekt. Angst! 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 brauche ich nicht. Was bleibt ja noch morgen? Ja, leider.